der Strahlkraft der Liebe grüßen wir euch. Wir sind die Annalan, die betenden Engel des Friedens. Und wir sind heute gekommen, um Friede in euer Herz zu senken. Denn wahrlich, Friede ist vonnöten in euren Herzen, im Kollektiv und auf diesem Planeten. Friede ist weit mehr als die Abwesenheit von Krieg oder die Abwesenheit von körperlicher Gewalt. Denn Gewaltlosigkeit fängt auch in eurem Denken an. Denn wie oft ist euer Gedenken gewaltsam? Zumindest ist es nicht immer friedlich. Denn wenn du über einen anderen urteilst, ihn verurteilst, ihn innerlich beschimpfst, so ist das die Abwesenheit von Frieden. Und es ist nicht hilfreich, diese Energie zu verstärken, die ihr anklagt im Kollektiv oder bei anderen, indem ihr sie durch eure Gedanken nährt. Oder durch eure Sprache. Auch wenn in euren Handlungen meist Frieden ist, so seid ihr doch nicht in Frieden, wenn euer Denken und eure Sprache nicht friedlich ist. Alles ist in Aufruhr und so oft lasst ihr euch mitreißen von diesen Energien des Aufruhrs. Und ja, es ist verständlich, denn vieles ist im Argen. Doch es ist nicht erst seit heute so. Und es wäre sinnvoll und hilfreich, wenn ihr mehr euren Blick dorthin richten würdet, dass es heute mehr gesehen wird, weil heute das Licht in alles fließt und die Dinge sichtbar sind, die einst im Verborgenen waren. Ich sage nicht, dass ihr nichts tun sollt oder könnt, doch tut es mit der Energie des Friedens. Tut es für etwas und nicht gegen etwas.
Ich sage nicht, dass ihr nicht sehen sollt, was im Argen ist, oder dass ihr euch in Passivität zurücklehnen sollt. Doch ich sage euch, kämpft nicht dagegen, sondern wenn ihr schon kämpfen wollt, so kämpft dafür. Und dieses sich für etwas einsetzen, in Frieden, ist anders als gegen etwas anzukämpfen im Zorn. Und mag der Zorn noch so berechtigt sein, und vieles lässt sich nicht aufhalten, da ihr in der Zeit des Umbruchs seid. Wenn ein Vulkan ausbricht, so kannst du ihn nicht stoppen. Selbst wenn du noch so viele Dämme baust, um die Glut und die Lava aufzuhalten. So übe dich in Wertschätzung. Wertschätze, was ist, und dann tue das Beste. Wertschätze. Was ist? Und urteile nicht und verurteile nicht, aber setze dich ein für das, was dein Herz dir rät. Setze dich ein für das, was du als richtig empfindest, und handle danach. Doch wertschätze, was ist. Denn das bedeutet, loszulassen, den Widerstand aufzugeben. Denn der Widerstand, Geliebte, fixiert die Dinge dort, wo sie sind. Und wahrlich, dies ist eine große Herausforderung in eurem Zeitgeschehen. Doch wenn du dir stets gewahr wirst und bleibst, der größeren Zusammenhänge, warum alles auseinanderbricht, warum die Dinge sich ändern, in einer Weise, die dir Angst macht, und dich erinnerst, dass ihr in großen Transformationsprozessen seid und dass ein Geschwür, wenn es aufbricht, stinkt und eitert, aber dennoch heilt. Kannst du anders damit umgehen und findest zurück in dein Vertrauen und in deinen Frieden.
Und unser Gebet, das Gebet der Annalan, ist ein endloses Gebet des Friedens. Und wenn du möchtest, so kannst du mit deiner Absicht dich diesem Gebet anschließen. Es ist eine innere Haltung. Es ist die Haltung der Gewaltfreiheit in Worten, Taten und Gedanken und selbst in Emotionen. Und auch wenn es dir nicht immer möglich ist, diese Haltung einzunehmen, so kann es doch deine Absicht sein, immer wieder dorthin zu finden. Und wahrzunehmen, wenn du hinausfällst. Und dich wieder anzuschließen an das innere Gebet des Friedens. Denn wahrlich, ich sage euch, es ist so wichtig und so vonnöten, dass viele Menschen in eurer Zeit und in eurem Raum, und wenn ich von Raum spreche, so meine ich diesen Planeten, in diese Haltung finden, damit sich die Dinge zum Guten entwickeln können und Friede sei auf Erden. Und Heilung geschehe. Und das Chaos sich ordnen kann. Und so kannst du auch darum bitten, von den Engeln des Friedens Unterstützung zu bekommen. Für deine Absicht. In der inneren Haltung des Friedens zu sein. Und wir, die Engel des Friedens, sind ein riesiges Feld, ein Bewusstseinsfeld von Engeln. Die wir nun gemeinsam und zusammen mit dir, sofern du dies möchtest, unser Gebet des Friedens über diesen Planeten fließen lassen und diesen Planeten in unsere Mitte nehmen, wie einen Samen, wie einen kostbaren Blume, ein kostbarer Blumensamen, den wir mit der Energie des Friedens, mit dem Gebet des Friedens nähren. Und wässern. Und dies kann nur geschehen, wenn wir wertschätzen und mit Empathie und Mitgefühl all den Schmerz, all das Chaos, all die Aggressionen, die Unsicherheiten, die Ängste, die Wut, die Sorgen der Menschen annehmen
Wir wollen sie nicht wegmachen, sondern wir wertschätzen. Wir wertschätzen und fahren fort, Liebe auszuschütten und um Frieden zu beten. In unserer inneren Haltung der Gewaltlosigkeit. Und glaube nicht, dass dies Schwäche ist. Wenn du im Zorn bist, wenn du verzweifelt bist, dann bist du schwach. Denn dann kämpfst du dagegen an. Gegen das, was ist. Und das schwächt dich. Und du kämpfst immer mehr dagegen an. Denn je mehr du dagegen ankämpfst, desto größer wird dein Widerstand. Und desto größer wird das Problem. Und du kannst es wunderbar erkennen. Überall auf der Welt. Doch erinnere dich. Seit so vielen Jahren geht ihr den Weg des Lichtes. Seit so vielen Jahren bekommt ihr die Geschenke des Lichtes. Seit so vielen Jahren empfangt ihr die unermessliche Liebe des Lichtes. Also, gebt es weiter, erinnert euch, warum ihr diesen Weg geht. Erinnert euch, in welcher Verantwortung ihr steht, als Lichtträger, als Lichtarbeiter. Doch auch euch nehmen wir in Liebe an und in Wertschätzung. Genauso wie ihr seid. Und sieh nur, was mit dem Planeten geschieht, der in unserer Mitte schwingt, eingebettet in das Gebet des Friedens, eingebettet in unser aller Wertschätzung. Kannst du sehen, wie überall an kleinen Stellen und an immer mehr Stellen es sprießt, anfängt zu leuchten. Wie euer Planet, wie ein Samenkorn, sich langsam entfaltet. Zu der Schönheit und Größe, die als Information in ihm ist, als Matrix seiner Möglichkeiten.
Und so geschieht es, wenn Friede ist. Und so geschieht es, wenn Akzeptanz und Wertschätzung ist. Im Großen wie im Kleinen. So wie ein Kind gedeiht in der Liebe und verkümmert in der Vernachlässigung oder in der Kritik, so ist es mit allem Leben. Mit allem Leben. Und jedem Wesen. So hast du immer Einfluss, ob du es weißt oder nicht. Du sollst nicht die Augen verschließen vor dem, was ist, ganz im Gegenteil. Doch reibe dich nicht im Widerstand auf, sondern setze den Frieden ein. Setze deine Wertschätzung ein und tue das Beste, was dir möglich ist. Im Großen wie im Kleinen. Frage dein Gewissen, wenn du wählen gehst. Frage dein Gewissen, wenn du mit anderen sprichst oder zusammen bist. Frage dein Gewissen, wenn ein Konflikt ist. Was ist das Beste, das du jetzt tun kannst? Was drückt den Frieden aus, die Wertschätzung, doch nicht die Passivität, sondern dein konstruktives Handeln. Kannst du sehen, wie euer wunderschöner Planet eingebettet in unserer Mitte nun anfängt zu schwingen und zu leuchten immer mehr, genährt von der Wertschätzung, genährt von Frieden. So wenn du verzweifelt bist von dem, was ist, und du statt deiner Verzweiflung Ausdruck zu verleihen im Widerstand, du dich darin übst, es dennoch zu wertschätzen und in Frieden zu hüllen. Was glaubst du, wird geschehen? Vielleicht kannst du nicht erkennen, inwieweit du einwirkst auf das Gesamte. Doch mit Sicherheit wirst du fühlen, dass es dir besser geht. Und da du ein Teil des Ganzen bist, nicht losgelöst, sondern ein Teil, wie der Tropfen ein Teil des Ozeans ist, wird von dir ein positives Gefühl, eine positive Energie ausstrahlen und genau dort hineinfließen, wo es vorher so dunkel war.
Doch dies kann nur wirken, wenn du achtsam bist. Nicht, wenn du gleichgültig bist und die Augen verschließt und einfach dich abwendest, sondern wenn du bewusst bist, wenn du gewahr bist, wenn du absichtsvoll deine Energie shiftest. Dies ist die Verantwortung, in der du bist, für dich selbst und für alles, was ist. Und so treffe deine Entscheidung in deinem Herzen und sprich zu dir selbst. Ich bin ein Teil des Gebetes für den Frieden. Ich verbinde mich mit den Engeln des Friedens. Ich verbinde mich mit dem Gebet des Friedens. Und ich trage es in meinem Herzen und erinnere mich, wann immer ich aus dem Gebet falle. Und da du ein Teil dieses Planeten bist und des Kollektivs auf diesem Planeten, so bist auch du eingebettet in das Gebet der Analan, eingebettet in die Energie des Friedens. Eingebettet zu bleiben ist in deiner Verantwortung. Doch wir sind hier immer bereit, dich in unsere Arme zu hüllen, unsere Schwingen um dich zu legen. Und dich einzuhüllen. Den Frieden. Denn du bist unermesslich geliebt, Ani, O Hevet, O Drach. Und so ist es.